Fragen. Hier auf dem Podium sitzt Richard Rappka, der Trainer von den Gewinnen, und Sead Hasanefendic. Herr Rappka, zum Beginn erstmal Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Vielen Dank. Vorgestern war Ihr Ehrentag. Gefeiert wird heute wahrscheinlich nicht, oder wie ist Ihre Analyse nach dem Spiel? Ja, gefeiert habe ich ja schon im Laufe der Woche, also das ist kein Thema. Erstmal schönen guten Abend. Heute habe ich nicht mehr an meinen Geburtstag gedacht, um es so zu formulieren. Gratulation an Gummersbach. Ich glaube, letztendlich haben sie sich dann doch verdient durchgesetzt. Bin sicherlich ein bisschen enttäuscht über dieses Spiel, vor allem den Spielverlauf. Nicht aufgrund unseres Spiels, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass wir uns wirklich eine Chance rausgespielt haben, dass wir wirklich gekämpft haben, gefeiert haben, das, was wir eigentlich letzte Woche haben vermissen lassen, haben wir heute rübergebracht und mit den Leuten, die mir zur Verfügung standen, haben wir eigentlich das Optimale rausgeholt. Und damit kann man vielleicht auch etwas das entschuldigen, was wir in den letzten paar Minuten gemacht haben, wo wir einfach die nötige Cleverness haben vermissen lassen, um dieses Spiel vielleicht zu unseren Gunsten zu entscheiden oder wenigstens vielleicht einfach einen Punkt zu holen. Ich sage schon, dass wir insgesamt das auch verdient gehabt hätten. Und wir hätten uns sehr darüber gefreut, weil wir diese Punkte sehr gut gebrauchen können. Und von der Seite bin ich dann etwas enttäuscht, weil wir gerade in der letzten Minute dann einfach zu früh abgeschlossen haben und nicht mehr die nötige Geduld gehabt haben. Und dann das Spiel entschieden wurde durch den 7 Meter. Und dann war es eigentlich gelaufen. Und von der Seite insgesamt ein gutes Spiel von uns unter unseren Voraussetzungen, mit den Voraussetzungen. Wir haben das gebracht, was wir bringen können. Und von der Seite bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Nur letztendlich ist es eben so, dass wir keine Punkte geholt haben. Deswegen haben wir da nicht allzu viel von. Und jetzt geht es einfach darum, in der nächsten Woche diese Leistung zu wiederholen bzw. dann auch zu verbessern. Ich hoffe einfach, dass wir dann auch personell etwas flexibler sind und da einfach einen Schritt weiter sind. Und nur heute hat sich dann Ingemund Davison noch den Daumen kaputt gehauen. Jetzt weiß ich noch nicht genau wie und in welcher Form, aber das muss man jetzt abwarten. Aber letztendlich wirft uns das jetzt auch nicht mehr um. Wir werden weitermachen, wir werden weiter durchziehen und die Moral in der Mannschaft stimmt. Das hat man heute gesehen. Dankeschön. Dankeschön. Sead, vorm Spiel haben Sie gesagt, das wird ganz eng, es wird ganz knapp, aber wir gewinnen. Genauso ist es gekommen. Ja, das zeige ich einfach dann, was ich spreche, einfach so steht. wirklich, ich meine einfach dann, ich wiederhole, wir sind sehr gut platziert. Ja, jetzt dritter Platz, wir können wir genießen einfach bis Spiel vom Lengo. Wir haben viel geschafft in dieser unruhigen Zeit, einfach dann mit sportlich, mit Engagement, mit guten Resultaten in der Bundesliga, einfach dann, wir sind da. Dann, wir wollen einfach dann diese Gummersbach einfach bekommen, neue Halle, bekommen einfach zukünftige Pläne und so weiter einfach. Und von dieser Seite, ich bin sehr zufrieden. Von der anderen Seite, ich bin realistisch. Wir spielen, ich habe gesagt, wir sind nie besser von nie einer Mannschaft in der Bundesliga. Das kann sein, minder, aber jetzt, wieso sind wir besser? Wer ist besser in diesem Spiel? Einfach, die haben spielerisch gespielt, einfach, die haben sich geklagt, noch dazu, dann eventuell ein paar Spieler sind verletzt. Und wirklich so, wir können uns nicht klagen. Okay, haben wir nur einen Spieler verletzt, das ist auch die Fall. Das ist unsere Kader, wir kennen auch sogar nicht mehr oder besser. Ne? Einfach, wir spielen in einer Limite. Und diese Limit ist jetzt einfach positive Limit. Wegen das, ich bin sehr zufrieden, weil wir sammeln Punkte und so. Nun einfach für Euphorie ist nicht die Zeit. Wann eventuell wir haben ein oder zwei Spieler noch dazu, dann könnten wir sprechen über eine starke Mittelfeldtabelle oder Angreifer, einen Europacup-Platz oder etwas anderes. Jetzt einfach, das ist nur Zeit. Ein Moment, wo werden wir verletzt oder wo eventuell ein oder zwei Spieler werden ausfallen von einfacher Leistung. Jetzt haben Sie heute gesehen, einfach zwei Torwart, Stojanovic, einer von Besten der Liga, Lukau, einfach ein paar 5 Bälle nur. Einfach, wenn das kommt gegen Lembo, Geppingen, diese, einfach, wir haben nicht viele Chancen. Ne? Verteidigung steht auch nicht sehr stark oder so, weil wir spielen immer mit 6 Spielern, 7 Spielern. Jede Auswechslung ist nicht einfach eine unbedingte Verstärkung. Wegen das da einfach, ich bin sehr zufrieden. Wir kämpfen, wir gehen unsere Wege, wie ich sage immer. Das läuft sehr gut, wir sind stolz an das da, wir gratulieren an den Spielern und so. Nur wir müssen bescheiden sein auch in dem Moment, wann eventuell dieser Moment kommt. Dann wir gegen stärkere besetzte Mannschaften auch eventuell
erreichen nicht unbedingt positive Resultate. Wegen das da, ich komme ins Spiel. Nach 4-0, was haben wir am Anfang gemacht? Ich habe gemeint, jetzt ist eine volle Halle und eventuell Spieler sind wirklich motiviert und wir werden einfach mit sehr viel Freude spielen, das ganze Spiel. Aber der Gegner hat sich einfach wenig konsolidiert, auch mit unseren Fällen. 1-2 7 Meter verschossen, 3-4 kurze Distanzen oder ausgespielte Situationen, 1-2 Gegenstoße, was bringt gegnerische Mannschaft einfach in Vertrauen. Und dann unentschiedene Halbzeit. Ne? Und dann ist Goal. Ne? Und Gegner führen mit ein paar Toren. Ne? Und einfach ist jetzt Kunst, wie transformieren dieses Resultat. Wir haben das da gemacht, ne? Mit verschiedenen Wechselungen, Auswechselungen, verschiedene Abwehrsysteme. Wenig Glück, sehr früh abgeschlossen von einem oder anderen Spieler. Richtige Parade von diesen drei gehaltenen Bälle von Stojanovic oder richtige Parade von Lukau in den richtigen Moment, eventuell auch, wenn das wäre 0-2. Und einfach, wir haben dieses Resultat am Ende transformiert in unsere Gunst. Wir können nur zufrieden sein, ne? Und ich als Trainer, ich bin auch. Ne? Nun einfach, bei mir ist keine Euphorie, nur ich bin sehr zufrieden. Ich kann genießen, schauen, Tabelle, einfach wahrscheinlich in diesem Spiel gegen Lembo wird sehr viel gesprochen über Gummersbach, ne? Aber einfach innerhalb von mir einfach, oder einfach dieses Gefühl ist dann, wir spielen einfach wirklich im Limit und bis Minimum Adifal kommt nicht in das Spiel, dann wir haben eine Lösung genau mit Linkshänder, dann eventuell dann Kranz kann spielen in Mittelmann, dann Mittelmann kann spielen Vukovic in Rikram links und so weiter. Ne, dann eventuell haben wir Minimum einen Spieler mehr, ne, bis dann wird für uns sehr schwer. Und trotz dieser Anwesenheit von Fall haben wir mit guten Resultaten einfach bestätigt in unserer Position. Aber einfach, das ist, ich glaube, nur ein Teil von unserer Story dieses Jahr. Ne? Ich bin glücklich, dass wir haben schon wie viel 18 Punkte und so. Ich bin glücklich, dann hinter mich, ich sehe ein Reinicke Löwe oder Flensburg oder Lemgo, ne? Auch von kurzer Zeit, ne? Aber man muss machen das da auch, andere haben gar nicht so viele Punkte. Aber ich bin realistisch einfach in Schätzung einfach von unserer Möglichkeit. Und wann gibt es Leute einfach, welche sprechen über dritten Platz oder welche sprechen über fantastische Gummersbach, einfach neben diesen Resultaten, welche sind bis jetzt und dritter Platz, welche ist momentan. Dann gibt es Leute, welche oder haben sehr große Liebe für Gummersbach, weil die lieben Gummersbach und dann einfach die wollen dann Gummersbach sehr hoch und gut platziert und dann die sprechen immer gut über Gummersbach. Oder einfach die sollte, wenn wirklich jemand meint, sollte überlegen einfach und dann in dieser Zeit, welche bleiben wir, ne? Ob das ist Dezember, ob das ist Januar, ob das ist nächste Hälfte von der Meisterschaft, einfach überlegen über Minimum einfach eine Verstärkung, ne? Nicht zu sagen zwei. Auch das kostet nicht sehr viel Geld. Und andere realistisch bleiben einfach, können wir dieses Jahr eventuell machen, einfach irgendwelche positive Resultate, einfach Europa Cup wieder und so weiter und so weiter. Ich glaube einfach, das wäre dann etwas. Momentan, ich kann sagen, wir haben sehr viele junge Spieler, sehr gute Resultate, ne? Aber einfach, das ist eine Limit hier und diese Limit kann sein sehr schnell einfach gebrochen. Bis jetzt genießen wir. Gratuliere einfach meinen Kollegen, weil ja, sehr gutes Spiel, vor dem Spiel, ich habe gesagt, ich hoffe und ich will dieses Spiel gewonnen. Aber einfach, wir haben einen sehr starken Gegner, weil einfach die spielen schnell. Die haben einfach Männer in der Mannschaft, sehr viele junge Spieler. Und ob ich spreche jetzt von irgendwelchen, ein Problem jetzt, ob das ist Schmidt oder das ist Kreislaufer oder das ist Just oder jemand anderer, das sind Männer. Mit Erfahrung, welche kann einfach präsentieren, gutes Spiel in jedem Moment. Und die haben ein sehr bewegliches Spiel, einfach sehr schnelles Spiel. Und einfach gegen 10 Tage vorher, gegen Reinicke Löwe, einfach, das war einfach 2 Minuten vor Schluss noch unentschieden. Und wann ich war Schiedsrichter, ich werde gegeben Ball für Minden in einem Moment. Schiedsrichter hat entschieden, nun einfach Ball für Reinicke Löwe, 2 Minuten gegen Minden und Minden hat verloren. Das heißt, die sind fachig für große Sachen auch. Oder für Minimum im Sport einfach große Resultate, ab und zu. Aber das ist, und ich wiederhole, wir sind eine Mannschaft ausgeglichen mit allen anderen Mannschaften und ich bin nur froh, dann jetzt geht gut und dann sind wir so hoch wie